Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu diesem Teil, in dem ich euch gerne mitnehmen möchte zum Abendessen hier im Sea Planet Hotel. Wir befinden uns gerade hier auf meinem Balkon in der 6. Etage. Haben wir ein Zimmer bekommen mit Meerblick. Und wie ihr sehen könnt, geht jetzt gerade langsam die Sonne unter. Diesen herrlichen Ausblick hier. Und unter uns wird schon fleißig alles vorbereitet fürs Abendessen. Die meisten Tische sind schon gedeckt. Ich nutze jetzt noch einmal die Zeit, um euch hier einen kleinen Überblick zu geben über die Anlage. Das kann man von hier oben ganz gut. Fangen wir mal hier auf der Seite an. Wie gesagt, ich befinde mich jetzt gerade in der 6. Etage. Und hier unten, wo man den Kronleuchter sieht, da ist die Lobby. Dort starte ich das Video in dem ersten Teil, in dem ich euch die Lobby zeige, die Rezeption. Da befinden wir uns in der 3. Etage. Die haben hier auch einen Ausgang hier, eine Terrasse, wo man auch sitzen kann, den Ausblick genießen kann. Das Hauptrestaurant befindet sich in der 1. Etage. Das ist dann hier die Etage, wo ihr die ganzen Tische schon hier sehen könnt. Das ist dann, wie gesagt, die 1. Etage. Und wenn ihr komplett runter möchtet, Richtung Hauptpool, Richtung Strand, den ihr von hier ganz gut schon sehen könnt, da müsst ihr komplett runter, Etage 0. Und dann kommt ihr hier unten raus und könnt direkt hier über diese Brücke laufen. Einfach geradeaus. Dort kommt ihr dann direkt zum Strand. Hier vorne auf diese Plattform, da könnt ihr euch auch liegen schnappen tagsüber. Oder am Strand selbst sind auch genug Liegen. Oder ihr macht es euch hier am Pool einfach bequem. Dann noch mal ganz kurz zum Überblick. Hier haben wir den Rutschenbereich, einmal für die etwas kleineren Kinder und hier auf der rechten Seite auch die etwas größeren Rutschen. Und links nebendran auch ein ganz toller Spielplatz. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Hier links ist die Hauptbühne, wo abends die Shows stattfinden, Animation. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt langsam runter. Als nächstes begrüße ich euch dann kurz in der Lobby, um euch den Weg dann runter zu zeigen ins Hauptrestaurant. Noch ganz kurz, wir waren jetzt circa eine Woche hier. Wir haben jetzt Anfang November, in Deutschland schon sehr kalt und regnerisch. Wir hatten jetzt die Herbstferien nochmal genutzt, um eine Woche nochmal Sonne zu tanken. Und wir hatten echt Glück mit dem Wetter. Wir hatten jetzt eigentlich die ganze Woche ein tolles Wetter, sehr viel Sonne. Und das ist jetzt unser vorletzter Abend, leider schon. Und heute nutze ich nochmal den Abend, um euch zum, wie gesagt, Abendessen einmal mitzunehmen und euch alles zu zeigen. Gut, dann würde ich sagen, bis gleich. Wir sehen uns da jetzt in der Lobby weiter zum nächsten Abschnitt. Liebe Freunde, bevor ich jetzt komplett runtergehe, möchte ich euch die Lobbybar nochmal hier kurz von oben zeigen. Ich befinde mich immer noch hier in der 6. Etage. Wo sich mein Zimmer befindet.
die Lobbybar zeige ich euch nochmal im ersten Teil ganz intensiv. Das könnt ihr euch dann gerne anschauen, den ersten Teil. Hier habt ihr viele Sitzmöglichkeiten. Hier könnt ihr abends mit Familie und Freunden zusammensitzen, euch hier direkt an der Bar was holen. Die Rezeption, der Eingangsbereich, dieser tolle große Kronleuchter, sehr beeindruckend. Und hier oben noch mal ganz kurz diese riesen Glaskuppel. So, und ganz kurz hier vorne noch mal der Ausgang zu der Außenterrasse, die ich euch gerade ja von meinem Balkon gezeigt habe. Hier sind die Aufzüge. Das ist meine Etage. Mit den Aufzügen fahren wir jetzt komplett runter. Ebene 1. Dort befindet sich das Hauptrestaurant. Und natürlich gibt es auch Treppen. Die sind gerade hier nebendran. Also die Treppen benutzen oder mit dem Aufzug. Ebene, Etage Nummer 1. Hier sind auch überall komplett einmal Zimmer zu sehen. Landesinnere, Meerblickseite. Und wenn man hier gerade ausschaut, dort ist dann der rechte Flügel des Hotels, dort sind dann weitere Zimmer. So, dann nehmen wir jetzt einmal ganz vorbildlich die Treppen und gehen runter zum Restaurant. Das Abendessen fängt gleich an und wir schauen mal zusammen, was es heute gibt. Dann bis gleich. Hier jetzt bei Etage 3 angekommen. Im Lobbybereich. Hier vorne ist die Rezeption zu sehen. Ein kurzer Blick und dann geht es weiter Richtung Hauptrestaurant in der Etage Nummer 1. Haupteingang, Rezeption, Lobbybar und ein toller Ausblick da draußen. Schaut euch die Farben an. Ich würde sagen, wir gehen einmal ganz kurz raus. So, hier gehen wir noch einmal kurz nach draußen auf die Außenterrasse. Ich will euch den Ausblick hier noch mal zeigen. Die Farben, das sieht gerade einfach grandios aus. So, und jetzt gehen wir dann, wie gesagt, ins Hauptrestaurant. Das sieht man hier vorne ganz gut. Übrigens hier ganz unten in der Null-Ebene neben dem Pool. Oh, jetzt gehen auch die Lichter an. Das ist schon mal gut. Hier gibt es das Mittagessen. Dann hat man es nicht weit zu dem Pool bzw. zum Strand. Hier kann man sich Snacks holen oder auch ein richtiges Mittagessen. Das ist praktisch genau unter dem Hauptrestaurant. Mein Zimmer ist da oben. Dort haben wir das Video gestartet. So, jetzt wird es langsam dunkel. Und wir gehen wieder rein, würde ich sagen. Übrigens, das ist jetzt das zweite Mal, dass wir in diesem Hotel sind. Wir waren 2018 schon mal hier. Und weil es uns so gut gefallen hat, haben wir beschlossen, spontan dieses Hotel noch einmal zu buchen. Mittlerweile hat sich auch einiges getan. Es wurde viel renoviert. Der Aquapark. Ein Kleinkinderbereich ist zum Beispiel komplett neu. Die Zimmer wurden komplett neu renoviert. Und auch hier die Lobby.
hat nochmal einen neuen Anstrich bekommen. Das Hotel ist ja an sich jetzt nicht so alt. 2014 komplette Fertigstellung. Aber hier wird Geld in die Hand genommen, um das alles auch so neuwertig dass alles so schön bleibt, so schön neuwertig bleibt, wollte ich sagen. So, jetzt gehen wir nochmal Richtung Treppen, beziehungsweise hier seht ihr auch die Aufzüge und gehen dann runter zum Essen. Bis gleich. So, angekommen in der Etage Nummer 1. Das ist das Art Restaurant. Wenn ihr mit den Aufzügen kommt, die befinden sich gerade hier. Also einmal dann nach rechts rüberschwenken und das ist dann der Haupteingang zum Hauptrestaurant. Hallo, hier wird man nett begrüßt am Eingang und ich würde sagen, wir starten einmal direkt hier auf der linken Seite. Das ist so die Antipasti-Ecke, so würde ich das mal hier nennen, auf den ersten Blick. Viel Verschiedenes. Immer sehr schön angerichtet. Käse. Verschiedene Gemüse eingelegt. Hier geht's raus zu den Sitzmöglichkeiten, die man draußen hat. Die habe ich euch von der Lobbybar, von der Außenterrasse gezeigt, beziehungsweise von unserem Balkon. Hier kann man sich auch selbst bedienen, aber man wird auch am Tisch bedient von den Kellnern. Wir machen einmal hier weiter. Wir sind hier noch in der Antipasti-Ecke. Hier gibt es jetzt auch verschiedene Salate. Das sind, glaube ich, Calamares. Verschiedene Soßen. Also sehr viel Auswahl. Dann gehen wir mal hier rüber. Das ist der Haupteingang, wo wir ja gerade reingekommen sind. In der Ecke gibt es meistens Pizza, frisch gemacht. Oder auch verschiedene Brote, Brotsorten, türkische Pizza, Lahmacun. Und das ist hier die Eintopfecke. Hier gibt es verschiedene Gerichte. Zucchini, Artischocken, hier ein Bohneneintopf. Ein kurzer Überblick nochmal. So, hier gibt es dann Hauptgerichte. Da schauen wir mal, was es heute gibt. Das habe ich schon hier gelernt. Hier gibt es immer Spaghetti. Für die Kleinen mit einer Bolognese-Soße. Hier wird frisch gegrillt, Hähnchenspieße, verschiedenes Gemüse. Aubergine mit Soße. Verschiedene Beilagen, Mais, Macaroni mit Hackfleisch. Einmal rüber geschwenkt. Hier gibt es auch noch viel Verschiedenes. Hackfleischbällchen, Bohnen, Aubergine mit Hackfleisch. Das ist auch noch mal hier so ein türkisches Gericht. Also wie ihr schon sehen könnt, sehr viel Auswahl.
Ich starte meistens hier in dem Bereich. Hier gibt es immer leckere Suppen. Mal schauen, was es da heute für eine Suppe gibt. Einmal hier Spargelsuppe. Hier könnt ihr mal lesen, was es gibt auf verschiedenen Sprachen. Und das ist eine Nudelsuppe. Tomatennudelsuppe. Dann ganz wichtig, finde ich persönlich immer ganz wichtig, hier gibt es immer verschiedene Kräuter zum Verfeinern eurer Gerichte. Und wir machen mal hier weiter. Okay, das wiederholt sich jetzt gerade wieder in dem Bereich. Spaghetti und Bolognese-Soße. Hier haben wir eine Pasta, Kartoffelecken. Hier wird gerade Fisch frisch gegrillt für euch. Der sieht dann so aus. Und in dem Bereich gibt es auch noch mal leckere Frikadellen, wie ihr sehen könnt. Nochmal verschiedene Gemüse als Beilage. Und wir gehen direkt hier einmal weiter. Hier übrigens der Kinderbereich mit eigenem Kinderbuffet. Da schauen wir gleich mal. Wir machen jetzt erstmal hier weiter. Auf der Seite auch natürlich immer heiß begehrt Pommes. Mein Liebling, meine Lieblingsbeilage, Kartoffelpüree. Das ist so eine Art Asianudeln, glaube ich. Pommes haben wir ja schon gesehen. Hier nochmal die Nudeln mit einer anderen Soße. Tomatensoße, dann hier gegrillte Aubergine, hier nochmal ein Gericht mit Hähnchenfleisch, Reis als Beilage und hier nochmal die Kidneybohnen. Verschiedene Soßen, hier ist jetzt Ketchup und Mayo nochmal zu sehen. So, und weiter geht's. Wir schwenken einmal hier rüber. Hier gibt es auch noch mal Hauptgerichte. Da schauen wir auch noch mal ganz kurz. Hier habe ich schon gesehen, Kartoffelpüree. Dann auch wieder Pommes. Die beliebtesten Beilagen gibt es an jeder Ecke, damit sich das gut verteilt. Hier haben wir noch mal Zwiebelkebab steht hier. Also Kebabfleisch mit Zwiebeln. Hier haben wir nochmal Fisch. Das sind wieder diese Asianudeln. Hier ein Gericht mit Truthahnfleisch. Dort haben wir Reis. Und hier gibt es nochmal ein Gericht mit Lammfleisch. Auch sehr lecker. Also Lamm müsst ihr auf jeden Fall probieren hier in der Türkei. So, liebe Freunde, dann geht es einmal weiter Richtung Dessert, Nachtisch. Auch viel Verschiedenes. Leckere Süßspeisen. Aber das Beliebteste natürlich hier die Baklava, verschiedene Sorten. Wenn ihr Baklava mögt, solltet ihr auf jeden Fall euch von vornherein einen Teller schnappen und euch ein bisschen was nehmen, weil die ist immer schnell weg. Die ist immer heiß begehrt. Die wird natürlich immer frisch gemacht. Und hier geht es auch noch mal weiter. Oft gibt es hier in dem Bereich auch Torten, die kommen wahrscheinlich auch noch mal gleich. Verschiedene Kuchen, Torten. Hier gibt es frisches Obst.
teilweise auch schon bereits vorgeschnitten für euch. Trauben, Pflaumen, Honigmelone, sehr viel Auswahl. Hier auch nochmal Grapefruit. So, dann, das hatte ich euch ja schon gezeigt, eine Getränkeecke, Kaffee, Tee, auch hier verschiedene Säfte, könnt ihr euch auch selbst bedienen, wenn ihr das möchtet, aber die Kellner bringen euch das auch gerne direkt an den Tisch. So, und dann machen wir weiter hier vorne, das ist der Salatbereich. Wir fangen einmal hier auf der linken Seite an. Auch hier wieder viele verschiedene Salate. Genug Auswahl. Da ist für jeden Geschmack was dabei. Liebe Freunde, wenn euch das bis hierhin gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lässt für meine Mühe. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter bei der Auswahl des Hotels. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert für viele weitere tolle Hotels, die ich euch noch zeigen und präsentieren werde. Auf der Seite haben wir viele verschiedene Soßen. Die hier ist sehr lecker, Senf-Honigsoße. Hier kann man sich seinen Salat noch mal ein bisschen verfeinern oder selbst zusammenstellen. Also über die Auswahl kann man auf jeden Fall nicht meckern. Wer hier nicht fündig wird, dem kann man auch nicht helfen. Dann schwenken wir einmal rüber hier Richtung Kinderbereich. Hier gibt es übrigens immer, wie ihr sehen könnt, tolles Eis, Waffeleis. Direkt in die Waffel. Verschiedene Sorten, meistens Vanille, Schoko, Erdbeer ist meistens immer mit dabei. Dann haben wir hier den Kinderbereich und hier auf der Seite auch das Kinderbuffet. Mal schauen, was es hier gibt. Natürlich Pommes, Nudeln, Macaroni. Hier haben wir die frisch gegrillten Hähnchenspieße, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Und nochmal Reis als Beilage. Und hier vorne nochmal so einen kleinen Salatbereich. Da kann man sich auch nochmal ein bisschen was zusammenstellen. Und natürlich darf der Nachtisch nicht fehlen. Eine Mikrowelle ist auch dort, wenn man sich was warm machen möchte, Babybrei, sonstiges. Und hier sogar ganz süß ein kleiner Fernseher für den Bereich jetzt hier. So, dann gehen wir einmal direkt weiter an den netten Eisjungs hier vorbei. Hier gibt es nochmal einen Bereich, wo man sitzen kann. Es gibt verschiedene Bereiche, alle anders designt. Und hier geht es auch nach draußen. Ich würde sagen, ich zeige euch das einmal ganz kurz, wie das draußen aussieht. Hier ein großer Bereich. Und hier auch. Viele verschiedene Sitzmöglichkeiten und einmal nach draußen jetzt. Der eine Außenbereich ist kurzfristig gesperrt, weil es etwas angefangen hat zu regnen. Aber dieser Außenbereich ist noch geöffnet und den zeige ich euch einmal ganz kurz.
Die Außenplätze sind natürlich immer heiß begehrt, vor allen Dingen beim Frühstück. Es gibt viele Plätze, man muss nicht großartig suchen. Es verteilt sich alles sehr gut und jeder Bereich hat ein anderes Design, wie ihr gesehen habt. So weiß man immer, wo man sitzt. Man findet sich hier schnell zurecht. Mit diesem Rundumblick verabschiede ich mich bei dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Das Essen schmeckt sehr gut. Wir sind, wie bereits gesagt, zum zweiten Mal in diesem Hotel. Die Auswahl passt. Die Mitarbeiter sind sehr freundlich. Und wie immer, liebe Freunde, würde ich mich freuen, wenn ihr dieses Hotel buchen möchtet. Tut dies gerne über meinen Check24-Link. Den findet ihr als Kommentar ganz oben angepinnt, unten in der Beschreibung bzw. in den Kommentaren. Wenn ihr über meinen Link bucht, habt ihr den Vorteil, ihr bekommt den besten Preis über meinen Partner Check24, so wie das immer der Fall ist. Plus obendrauf bekommt ihr von mir nochmal einen Cashback als Dankeschön. 3,5% gibt es nochmal von mir zurück. 3,5% Rabatt auf den Gesamtpreis eurer Reise. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir unten einfach nochmal einen Kommentar da lässt, wie es euch gefallen hat. Und wie immer natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wir sehen uns im nächsten Teil. Präsentiere ich euch ein Standard-Doppelzimmer. Schaut euch auch die weiteren Teile an. Natürlich wie immer einmal Lobby, Poolbereich und den Strand, ganz wichtig. Vielen Dank, euer Luigi. Bis zum nächsten Teil. Ciao.